Ich war mit einer Perücke und einer Brille verkleidet. Als ich zur Passkontrolle kam, fragten sie, Urlaubs- oder Geschäftsreise? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Schließlich sagte ich, Geschäftsreise. Die Geschäfte des Außenministers bestanden darin, nach einem Ausweg aus dem 40-jährigen Konflikt zwischen Israel und den Arabern zu suchen. Am gleichen Tag flog König Hussein von Jordanien nach London. Ein gemeinsamer Freund hatte ihn zu einem Treffen mit Peres eingeladen. Mich bewegten viele Fragen zu dem Thema, aber er sagte mir nur, dass er Kontakte zu Peres habe, die Ausgangspunkt für Gespräche über mögliche Schritte seien. Der britische Anwalt Lord Mishkin stellte Räume zur Verfügung und gab seinen Mitarbeitern für diesen Tag frei. König Hussein sagte, wir waschen zusammen ab. Ich willigte sofort ein, aber Frau Mishkin sagte, nein, sie denke nicht im Traum daran, einen König ihr Geschirr spülen zu lassen. Sie dachten darüber nach, wie man die Kriegsparteien zusammenbringen könnte. Die arabischen Staaten würden nicht ohne die Palästinenser mit Israel verhandeln. Israel aber betrachtete PLO-Mitglieder als Terroristen und weigerte sich, mit ihnen zu sprechen. Wir erörterten das Dilemma. Wie konnte man die Palästinenser an den Verhandlungstisch bringen? Gegen den israelischen Widerstand, gegen den amerikanischen Widerstand. Hussein sagte, wenn sie klug wären, würden sie die PLO anerkennen. Das würde die Wahrheit an den Tag bringen, nämlich, dass die PLO einfach nicht zu Verhandlungen bereit ist. Eine Anerkennung der PLO kam für Israel nicht in Frage, aber es gab andere Palästinenser, mit denen sie verhandeln konnten. Verhandlungen mit Palästinensern, die die UN-Resolutionen bezüglich Israels Existenzrecht anerkannten, würden die PLO von vornherein ausschließen. Ich bat mir etwas Bedenkzeit aus, auch um herauszufinden, ob ich noch irgendwelche Vorbehalte hatte, bevor eine so folgenschwere Entscheidung getroffen würde. Und dann beschloss ich, also gut, wagen wir es. Zum ersten Mal vereinbarte ein arabisches Staatsoberhaupt mit einem Israeli einen Plan für eine Friedenskonferenz. In Israel stand Shimon Peres eine schwierige Unterredung mit Premierminister Itzhak Shamir bevor. Peres, gemäßigte Arbeitspartei, war an einer Regierungskoalition beteiligt, die die Spaltung der israelischen Politik überbrückte. Shamir und sein Likud-Block meinten, das Vorhaben des Außenministers werde zu einem Tauschhandel Land gegen Frieden führen und Israels Existenz gefährden. Er sagte, er hätte mit König Hussein vereinbart, eine internationale Konferenz abzuhalten. Eine internationale Konferenz. Aus jüdischer Sicht wäre das genauso schlimm gewesen wie das Schweineopfer im Zweiten Tempel. Shamir befürchtete, Israel werde bei der Konferenz gegenüber den arabischen Staaten in der Minderheit sein. In dem verzweifelten Bemühen, den erreichten Durchbruch nicht zu verspielen, überredete Peres Shamir, sich selbst die Argumente des Königs anzuhören. Der König lud Shamir und seine Begleiter übers Wochenende in sein Haus am Stadtrand von London ein. Der König erläuterte seinen Standpunkt in aller Offenheit. Der König äußerte sich sehr kritisch über die Amerikaner. Er sagte, sie haben Versprechungen gemacht, die sie nicht eingelöst haben. Sie versprachen nach Camp David, Jordanien würde die von Israel besetzten Gebiete zurückbekommen. Aber das ist nicht geschehen. Ich dachte bei mir, ich weiß, auf wessen Konto das geht. Er war sehr barsch. Das ließ nicht viel Raum für irgendwelche Gedanken oder Hoffnungen oder Ziele, die mich bewegten. Wir lehnten es rundheraus ab, über eine internationale Konferenz zu diskutieren. Es blieb nicht viel, worüber wir uns hätten verständigen können. Speak about or agree about.
Am nächsten Morgen war ich wieder in Jerusalem. Keiner in der Regierung wusste, was ich tags zuvor gemacht hatte. Premierminister Shamir hatte eine echte Chance ausgeschlagen, mit gemäßigten Arabern anstelle der PLO.